Wir haben ja so ein, sag mal, so eine Art Showtrack, das ist ja eine Bühne. Aber da hast du immer das Problem, wenn es regnet, von den Seiten. Und da haben wir jetzt so eine Bühne gefunden, die du aufpumpst. So eine Halbkugel oben drüber. Okay. Cool. Das ist an allen Seiten dicht. Ah, super. Das ist gut. Das ist sehr gut. Kannst du vorstellen? Ja, ich kann mir das vorstellen, ja. Cool. Ja. Können wir, oder was? Ja, herrlich. Oder sagst du mal 1, 2, 3? Ich sag 1, 2, 3. Okay. Ja, schönen guten Morgen, liebe Leute auf Stur und Umzu. Es ist mal wieder an der Zeit. Wir hatten heute, ich fand, eine gute Pressekonferenz mit dem Richie Michelmann, Gitarrist der Band Man Behind. Die Band wird im Grunde genommen Bobby Kimball am 31. August hier begleiten und sicherlich, wie ich heute Morgen ja schon gehört habe, das eine oder andere eigene Song nicht, aber auch mal Songs ohne Bobby Kimball präsentieren. Natürlich. Dazu wird uns der Richie gleich mit Sicherheit noch mehr erzählen. Ja, es wäre schön gewesen, Bobby Kimball wäre heute auch dabei. Das holen wir vielleicht nochmal am 16. August nach. Aber nichtsdestotrotz, auch der Richie hat eine Menge zu erzählen. Und Richie, eine der ersten Fragen, du bist jetzt das erste Mal auf dieses Gelände hier gekommen. Habt ihr ein bisschen erzählt, wo die Bühne stehen wird und so weiter. Was hältst du davon? Animiert das, eine Band hier zu spielen? Ich weiß ja, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist, also wenn dann auch die Bühne da ist. Also das Gelände ist auf jeden Fall schon mal sehr ansprechend und ich glaube, dass wir hier einen schönen Abend haben werden. Oder ihr natürlich zwei schöne Abende. Ganz sicher. Also das Gelände ist wirklich toll. Obwohl ich noch nie hier war, ist aber gleich, sagen wir mal, es hat mich eigentlich umgehauen. Ganz toll, muss ich wirklich sagen. Ist richtig klasse. Und du meinst, dem Bobby wird es auch gefallen? Dem Bobby wird es ganz sicher gefallen, weil der steht genau auf solche Sachen. Schön, würde ich schon fast sagen, niederdeutsch, deutsche Tradition, die sich hier ja in allen Häusern und auch an dem Platz widerspiegeln. Das findet er genau richtig. Wie kommt so ein Musiker wie du hier aus Norddeutschland, wenn ich es richtig im Schädel habe, du kommst aus Kuhstedt? Aus Gnarrenburg. Oh, Entschuldigung, aus Gnarrenburg? Ja. Wie kommt so einer dazu, ich sag mal, so eine illustre Runde in der Band zusammenzurufen, um dann, und ich glaube, das macht ihr auch schon ein bisschen länger, mit so einem, kann man ja ruhig sagen, Weltstar, Bobby Kimball, den nun jeder von der Stimme her von Toto kennt, ja, auf Tour zu gehen? Ja, das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Bobby und ich kennen uns schon sehr, sehr lange. Er hat ja lange Zeit, wie wir alle wissen, bei Toto gespielt, ist seit 2010 nicht mehr dabei. Wir haben uns mal auf einer Musikmesse kennengelernt, wo eine Band zusammengestellt wurde, wo ich unter anderem auch dabei war. Und er hat mich danach gefragt, sag einmal, hättest du nicht Lust, wenn ich alleine spiele, nicht mit damals noch mit Toto, also wenn ich alleine rüberkomme, mir eine Band zusammenzustellen, um mit mir natürlich neben den Toto-Songs auch Songs zu spielen, die ich sonst nicht spielen kann, weil bei Toto kein Platz dafür ist. Und das habe ich natürlich dankend angenommen. Und ja, die Wege im Musikbusiness sind klein und kurz und jeder kennt fast jeden. Und das ist bei mir nicht anders. Und seitdem habe ich ihm eine Band zusammengestellt, ihm hat es gefallen und seitdem machen wir das. Relativ einfach erklärt. Ihr spielt ja nur den Abend Songs von Toto oder ist das auch ein anderes Programm, was dort mit angeboten wird? Wir spielen natürlich logischerweise die großen Hits von Toto, auch etwas unbekanntere Songs von Toto, die man vielleicht nicht unbedingt in jedem CD-Regal findet, die aber nach wie vor ganz gut zu der Band passen. Und wir spielen eben, weil wir neben Bobby auch noch einen anderen Sänger haben, in dem Fall an dem Abend wird es Billy King sein, und spielen, sage ich mal, auch Cover-Songs, die aber nicht unbedingt, die man an jeder Ecke hört, sagen wir es mal so, sondern die der Band entsprechen und natürlich auch zu dem Programm von Toto passt. Glauben wir jedenfalls, dass es passt. Also es werden keine Top-40-Hits sein, das ist schon mal ganz sicher.
Also sehr, sehr viel Musikalität wird auf jeden Fall von dieser Band ausgehen. Du hast vor einer Pressekonferenz erzählt, dass der Bobby Kimmel seine Wurzeln eigentlich ganz woanders liegen hat. Ja. Das heißt, das Publikum darf sich auch darauf freuen, dass er, ich sag mal, etwas aus der Richtung präsentieren wird. Das ist ein Grund, warum Bobby auch gerne mit uns spielt, beziehungsweise er auch gefragt hat, ob wir ihm einen Freiraum lassen können für seine musikalischen Ansprüche, sage ich mal. Natürlich wollen die Leute auch die Tore-Songs hören, die bekommen sie auch. Aber in dem Fall ist es natürlich so, dass er seine Wurzeln eigentlich im Soul und im Blues hat. Und zwar richtig aus der Mottenkiste gegriffen, die er natürlich super gerne auch präsentieren möchte. Bei Toto war da natürlich logischerweise nie Platz, hier schon. Und das zelebriert er auch. Das heißt, Soul wird auch ein bisschen dabei sein, ich sag mal, was in die Tanzbeine der Leute geht. Ganz sicher sogar. Weil wenn jemand zum Open Air geht, der möchte ja immer gerne unterhalten werden. Also ich sage mal so, ohne jetzt so viel versprechen zu wollen, die Toto jetzt muss man nicht erklären. Mhm. Die Songs, die darüber hinaus da sind, sind mit Sicherheit auch zum Tanzen animiert. Aber nicht nur. Du bist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, Reggie. Du hast ja auch schon eine musikalische Vergangenheit hinter dir oder auch noch eine tolle Zukunft vor dir. Hoffentlich. Da gehen wir mal ganz stark von aus. Ja, sag doch mal ein bisschen über dich und welche, ich sag mal, andere Musiker an dem Abend hier, einen Namen hattest du ja eben schon genannt, aber zu dem gibt es vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen, hier im Grunde genommen auf der Bühne stehen werden. Also zu mir... zu meiner Person ist zu sagen, dass ich, wie du schon gerade genau gesagt hast, mit vielen Leuten schon zusammengespielt habe. In erster Linie habe ich Tourbegleitung gemacht. In früheren Jahren habe ich sehr viel im Studio gespielt für andere Leute. Sei es mit Uwe Lindenberg, um Namen zu nennen. Natürlich habe ich auch mal dummes Zeug gemacht. Ich bin auch relativ vielen Schlagerproduktionen noch dabei. Was? Ja. Ich war jung und brauchte das Geld. Okay. Ich verschweige, ich kann ruhig die Namen derjenigen sagen, weil auf den Platten steht eher ein Pseudonym von mir, weil okay. Ich nicht wollte, dass mein Name draufsteht. Also wenn ihr Platten findet von Schlager aus den 90ern, wo Gitarre Heinz Meier draufsteht, dann bin ich das. Gut. Weil ich fand, Heinz Meier ist schön unverbindlich und ja, das kann man machen. Nein, ernstzunehmende Sachen habe ich gemacht mit Ian Cusick, natürlich mit Bobby Kimmel ziemlich lange. Ja, ich habe für Yamaha ganz lange deren Gitarrenserien auf Messen vorgeführt. Sowas habe ich gemacht. Ja, ich habe mal für Grönemeyer sein Pop-Album, was er 2000 gemacht hat, gespielt bei einigen Künstlern. Jetzt neu bei Albert Hammond. Da ist es allerdings Tourbegleitung. Mal sehen, was daraus wird. Der ist seit 40 Jahren wieder auf Tour. Hat sich jetzt auch eine deutsche Band genommen. Und der ist mehr Songschreiber, oder? Der Komponist, ist mehr Komponist. Er ist eigentlich mehr ein Komponist, selber auch Gitarrist. Ich bin gespannt, ganz ehrlich. Also Albert kenne ich jetzt nicht. Mhm. Jetzt nur vom Telefongespräch und vom ersten Kennenlernen. Ich weiß natürlich, wer er ist, aber ich bin gespannt. Und auf dieser Tour wird er zum ersten Mal seine Hits, die er für andere geschrieben hat, die wirklich jeder kennt, mit in seiner Version spielen. Das finde ich eigentlich sehr spannend und da freue ich mich natürlich auch schon drauf. Und das ist auch relativ langfristig gedacht. Fabian Harloff habe ich noch gespielt und auch produziert. Ja, zu den anderen Jungs zu sagen, der Schlagzeuger von uns ist Julian Kravitz. Der Sohn von Jean-Jacques. Der Sohn von Jean-Jacques, richtig, ganz genau. Spielt eben halt auch bei Lindenberg, hat ein bisschen viele Projekte verstrickt im Moment. Auch von Leuten natürlich, die man kennt. Der eine Keyboarder ist der Nick Osterhuis, kommt ursprünglich aus Rotterdam, macht seit Jahren Tourbegleitung von Wanda Jackson bis Vicky Leandros. Mhm. Also, da haben wir es wieder mit den Schlagern. Da haben wir es wieder mit den Schlagern. Das fällt auf irgendwann. Einige machen es früher, andere später. Ich habe mich dafür entschieden, früher zu machen und dann später. Nein, Scherz beiseite. Mein Bruder ist dabei, ebenfalls Keyboards, hat ganz lange Jahre bei Blind Guardian gespielt. Das ist eine ganz andere Baustelle aus dem Metal-Bereich. Bass wird diesmal spielen John Lahan, ein junger, aufstrebender Bassist aus Hamburg. Und ja, dann haben wir noch, wie gesagt, schon Billy King, den zweiten Sänger neben Bobby, der natürlich die Songs mit uns auch spielen wird. Mhm.
und meine Wenigkeit. Also rundum eine tolle Band, die da auf der Bühne steht. Ganz genau. Man kann natürlich immer, das ist eine sechsköpfige Band und all diese Leute sind in verschiedene Musikprojekte verstrickt. Mhm. Und man kann nicht immer auf den Punkt genau jeden dazu bekommen. Das ist einfach so, dass ist diese Band besteht aus einem Pool an Leuten. Da will ich aber nicht von A-B-Besetzung sprechen, sondern nennen wir es mal Doppel-A. Das ist eigentlich, aber das muss eben halt so sein, ansonsten könnten wir wahrscheinlich gar nicht spielen. Das heißt, es soll nicht daran hängen, wenn einer nicht kann, dass die ganze Band nicht spielen kann, weil das würde dann gar nicht funktionieren. Und deswegen muss man schon darauf zurückgreifen. Der Willi Wagner zum Beispiel, der normalerweise eigentlich dort Bass spielt. Der ist auch nicht unbekannt im Studio. Auch nicht unbekannt, den kennt man hier von Edo Zanki und der ist nämlich genau an diesem Termin am 31. Hat sich auch ein bisschen geärgert, aber er ist am 31. nicht auch mit Edo unterwegs. Und da muss man natürlich abwägen, welcher Termin war zuerst, das war in dem Fall Edo und dann spielt er eben halt auch dort. Aber das ist kein Problem, das kann man, sag mal, jeder ist in der Band mehr oder weniger ersetzbar. Bis auf Bobby Campbell. Bis auf Bobby Kimmel natürlich, das wäre ganz doof. Welche Bedeutung hat ein Bobby Kimmel für dich oder inwiefern hat er dich beeinflusst in deiner musikalischen Entwicklung, sagen wir die letzten 10 Jahre? Nun bin ich ja Gitarrist und ist ja kein Geheimnis, dass er war eben halt der Sänger der Band Toto, zumindest in den Anfangsjahren und ein Gründungsmitglied. Und ich bin genau in dieser Zeit aufgewachsen. Und damals war Toto zumindest für mich so eine Band, die wirklich, sag ich mal, richtungsweisend war. Zumindest durch den Gitarristen Steve Lukather. Mhm. Für mich war das so sehr inspirierend. Natürlich mehr das Gitarrenspiel als der Gesang, da bin ich natürlich ganz ehrlich. Ich habe mir alle Sachen von denen damals besorgt und mir auch damals raufgeschafft, um sie zu spielen. Natürlich nicht in dem Bewusstsein, dass ich irgendwann mal mit dem Sänger zusammenspiele und das tatsächlich auch mal brauche. habe ich aber gemacht, von daher ist natürlich schon ein kleiner Vorteil. Das heißt, die Toto-Songs brauche ich nie proben. Aber das war mehr ein Zufall. Von daher ist es schon so, ich sage mal, nichts im Leben ist umsonst. Ne? Damals war es eigentlich mehr Liebe zum Gitarrenspiel, weil ich fand diese Band auch ganz toll und finde ich auch nach wie vor ganz toll. Weil das grandiose Musiker sind, meiner Meinung nach. Und für mich hat es jetzt eben halt sogar noch einen doppelten Zweck erfüllt. Wie gesagt, dass ich mir die Songs gar nicht mehr aufschaffen muss, weil ich sie sowieso schon spielen kann. Das heißt aber, die Leute auf jeden Fall wären Afrika, Hold the Line, Rosanna. Natürlich. Die Bekannten. Richtig. Kriegen sie hier geboten. Natürlich. Also die großen Toto-Hints. Wie gesagt, auch eben halt Toto-Hits, die man nicht unbedingt aus den, wie nennt man sie denn diese Teile, aus den Musikboxen kennt, die aber nach wie vor aber auch eben halt musikalisch zu der Band passen. Auf den CDs gibt es ja auch ein paar wunderschöne Balladen. Werd natürlich auch dabei sein. Also, ist ja auch kein Geheimnis, dass es in der Band Toto eigentlich auch zwei Sänger gab, neben Bobby Kimball auch der Gitarrist Steve Lukather. Bobby ist sich aber auch nicht zu schade, auch eine Ballade, die eigentlich sehr bekannt ist, die eigentlich Steve Lukather gesungen hat, zu singen. Mhm. Also es geht dabei nicht um eine Profilneurose, sondern es geht dabei, ein gutes Gesamtpaket zu schnüren. Was macht denn ein Richie außerhalb der Musik? Kanu fahren. So, das habe ich ja letztens durch Zufall mitbekommen. Nein, ich Aber du kannst ja hier im Norden keine 365 Tage Kanu fahren. Nein, eben nicht. Das war auch, das ist mehr eine Spaßtour gewesen. Nein, ich habe 2 Hunde. Und Hunde sind quasi mein Hobby. Mhm. Das sind auch keine normalen Hunde, sondern sogenannte Problemhunde. Die ehrlich gesagt nicht mehr vermittelbar sind. Weil sie verhaltensauffällig sind oder weil sie sich angeblich nicht einfügen in ein soziales, menschliches Gefüge. Und mein Job, mein Hobby ist es einfach, mich mit diesen Tieren zu beschäftigen, sodass sie wieder sozialfähig sind. Das heißt, dass man mit diesen Hunden wieder irgendwo hingehen kann, ohne Angst zu haben, dass sie gleich den nächsten auffressen oder dergleichen anderes dummes Zeug machen. Das sind sogar eine Tierschutzhunde und bisher ist mir das auch gelungen. Ich habe allerdings einen neuen Kandidat, den ich gleich wieder abholen werde aus der Pension. Den habe ich noch nicht so lange. Also das ist noch jemand, den könnte ich hier zwar mitnehmen, aber ich müsste ihn ständig im Auge behalten. Das heißt, diese Problemhunde
Du versuchst sie, also ich hätte fast gesagt, umzufrisieren ist der falsche Ausdruck, aber ihnen Anstand beizubringen, so ein genau. bisschen Gehorsam vom Herrchen und dann gibst du sie wieder ab, du verkaufst sie oder was machst du damit? Nein, ich behalte sie. Wie viel hast du denn jetzt schon? Ich habe jetzt zwei, wie gesagt, der eine ist leider vorletztes Jahr gestorben, auch galt als unvermittelbar, als bissig. Und das ist bei einem Hund, der irgendwie 55 Kilo wiegt und eine Schulterhöhe von 75 Zentimeter hat, auch verständlich, wenn Leute ihn dann nicht mehr vermitteln wollen. Ja. Ich war mit diesem Hund in Hamburg in der Mönckebergstraße nach einem Jahr ohne Leine. Und dieser Hund war der größte Menschenfreund, den man sich nur vorstellen kann. Ich habe auf meinem 40. Geburtstag 50 Leute eingeladen und der Hund hat, ohne dass ich ein Auge drauf werfen musste, ich konnte ihn ja auch auf ihn verlassen, mit allen bis morgens um 5 mitgefeiert. Mhm. Und das mache ich immer so Stück für Stück. Und ich habe angefangen, das mit einem traumatisierten Hund, den ich auch immer noch habe, die wirklich Angst vor jedweder Art von menschlichem Kontakt hat. Und mittlerweile ist es so, habe ich gerade gehört, habe mich natürlich aus meinem Urlaub erkundigt, hat mir die Pension bestätigt, diese beiden Hunde, die ich abgegeben habe, also meine, sind die unkompliziertesten Hunde, die sie jemals in ihrem Leben gehabt haben. Aber du übst an den Problemhunden nicht, was du vielleicht mit der Band jedes Mal Nein. erlebst. Nein. Das sind keine Problemfälle. Das ist genau der Punkt, das ist genau der Punkt, deswegen sind sie auch in der Band. Ich hatte die Möglichkeit, diese Band auch zusammenzustellen. Das habe ich nicht nur nach Musikalität gemacht, sondern eben halt auch schon nach Menschlichkeit natürlich. Mhm. Das sind alles Leute, mit denen ich irgendwie mal auf Tour war, die ich natürlich auch menschlich, kommt man sich ja logischerweise ein bisschen näher, wo man sich eben halt auch menschlich kennenlernt und wo man sagt, ey, die Chemie passt einfach. Ja. Nichts ist schlimmer, wenn zwar die Musikalität stimmt, aber man geht nach dem oder vor und nach dem Konzert sich aus dem Weg, weil man sich im Grunde genommen nicht leiden kann. Das ist das Schlimmste. Da bin ich auch fest davon überzeugt, dass sich das musikalisch trotzdem niederschlägt. Das heißt, wenn sich Menschen, wenn die Chemie nicht stimmt, kann es keine, man kann vieles überspielen, aber ich glaube nicht, dass man fehlende Menschlichkeit oder nicht passende Chemie, dass man es überspielen kann. Ich mache sie schon mal auf der Bühne bemerkbar, da bin ich ziemlich sicher. Das ist mit Sicherheit wie auch in einer Firma, wenn das untereinander nicht funktioniert, kann nicht die optimalste Leistung daraus kommen. Nein. Da bin ich bei dir. Da muss mit Sicherheit, merkt man das auch dann, wenn ihr auf der Bühne seid, was Spielfreudigkeit und sowas angeht. Ganz sicher. Und wenn ihr dann ein geschworener Haufen seid und der eine gibt dem anderen was, dann kommt auch was Gutes raus. Also das sind natürlich auch so Statements, die dann auch Bobby sagt, der natürlich auch mit vielen, vielen Leuten schon gespielt hat, mit vielen verschiedenen, wie auch immer, und sagt irgendwie, dass wenn er mit uns spielt, dass es musikalisch super ist, aber mit uns kann man am meisten Spaß haben. Hm. Weil im Letzten sind wir 6 große Kasper, muss man jetzt einfach mal sagen. Auch nicht schlecht. 7 eigentlich mit Bobby. Aber wir brauchen euch nicht als Augsburger Puppenkiste hier ankündigen. Könnte man auch machen. Globbys könnten wir auch verkaufen. Okay, Kreuzfeuer bedeutet, du kriegst immer einen Begriff von mir gesagt. Ja. Und du sagst kurz und knackig, was dir dazu einfällt. Okay. Also keine große Geschichte oder ja. was weiß ich. Okay. Fangen wir bei dir an. Frauen. Hab ich. Krieg. Schlimm. Für dich eine wichtige Persönlichkeit in deinem Leben. Mein Vater. Drogen. Habe ich nichts mit am Hut. Currywurst. Esse ich manchmal sehr gerne. Geld. Ist mit Sicherheit nicht das Wichtigste im Leben. Musik. Nimmt einen ganz, ganz großen Teil in meinem Leben ein. Frieden. Sehr erstrebenswert. Alkohol. Manchmal ja, dann auch gerne, und aber nie zu viel. Udo Lindenberg. Großartiger Entertainer, großartiger Künstler. Das Gesamtpaket stimmt. Für dich, musikalisch gesehen, das größte Vorbild? Larry Carlton. Neid? Kenne ich eigentlich nicht. Aber ich krieg's manchmal leider zu spüren. Hass? Kennt, glaube ich, jeder. Kann ich
glaube, ich würde lügen, wenn ich nicht auch Leute hassen würde oder schon mal was gehasst habe. Bezieht sich weniger auf Personen, mehr auf Situationen. Freundschaft? Glaube ich, richtige Freundschaft gibt es nur ganz, ganz wenige. Die halten dafür, glaube ich, aber auch ein Leben lang. Gemeinnützigkeit? Schon wichtig, weil Egoismus, glaube ich, leider einen viel zu großen Stellenwert heutzutage einnimmt. Nächstenliebe? Nicht unwichtig. Wobei dosierte Nächstenliebe würde ich dann besser sagen, weil man kann nicht für alle was Gutes tun. Das kann man sich, glaube ich, abschminken, weil dafür gibt es zu viele schlimme Sachen auf der Welt. Stell dir vor, du hättest einen Wunsch frei. Ja. Was würdest du dir spontan wünschen? Dass meine Frau wieder gesund wird. Ja, liebe Leute, auch stören um zu. Das war ein kleiner Einblick, eine kleine Vorstellung. Klein. Richie Kuegg-Michelmann. Ich hoffe, ihr habt ihn dadurch, oder lernt ihn dadurch ein wenig besser kennen. Musikalisch werdet ihr euch mit Sicherheit hier am 31. August vollends überzeugen, da bin ich mir sicher. Richie, du solltest vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, warum und weshalb sollen die Besucher jetzt ausgerechnet am 31. August zum Gut Pferde kommen? Also, die sollen ja auch am 30. schon kommen, aber am 31. sollen sie bestimmt deshalb kommen, weil ich glaube, dass sie in naher Zukunft diese Kombination, ich habe ja gehört, Wolfsmond spielt ja auch an dem 31. Ja. Diese Kombination dieser beiden Band, Wolfsmond, Bobby Kimble, auch mit Man Behind. Nicht, weil ich jetzt dabei bin, sondern einfach diese Kombination Bobby und Man Behind hat einen ganz, ganz eigenen Charakter und wird mit ganz, ganz vielen musikalischen Überraschungen aufwarten. Und da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, man muss, glaube ich, lange warten, um das in nächster Zeit hier in der Nähe wieder zu erleben. Tja, liebe Leute, das war ja nochmal eine gute Aufforderung. Und ich würde jetzt aber wirklich mal loslaufen und meine Eintrittskarten sichern. Ihr wisst, man kann sie über Nordwest-Ticket kaufen, in allen bekannten Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket. Wir freuen uns auf euch und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.